Hallo, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Für die, also die das erste Mal beim Webinar dabei sind, also hier sitzen der Max, Maximilian Miedler und meine Wenigkeit, Maximilian Almer Beck. Und vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Wir machen immer das Webinar zu zweit. Also wir haben immer ein Thema, das wir durchgehen, was ich präsentiere. Und der Max sitzt hier neben mir und kann immer alle Ihre Fragen im Chat beantworten. Und am besten ist es so, dass Sie einfach in den Chat hineinschreiben, wenn Sie zum Thema eine Frage haben, weil dann kann ich es gleich live herzeigen. Und am Ende vom Webinar, so nach 20 Minuten, versuchen wir immer alle Ihre Fragen, egal welche Sie haben, auch noch zu beantworten. Also, wenn Sie mich alle hören können, vielleicht schreiben Sie auch kurz in den Chat, wenn mich einer nicht hören kann. Also, dann, oder beziehungsweise einfach nur bei Bestätigung, mich alle hören im Chat. Das wäre immer gut, bevor wir starten. Ich schreibe das auch nochmal kurz rein. Und natürlich auch sehen, also nicht mich, sondern den Bildschirm. Ja, also dann würde ich sagen, beginnen wir. Heutiges Webinar richtet sich ja ein bisschen an sozusagen die Doku-Tools-Administratoren, also all jene, die quasi in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind, Doku-Tools zu managen. Wir haben da immer wieder Service-Tickets und Anfragen und deswegen brennt uns das eh schon auf den Fingern, dass wir das einmal in Ruhe durchgehen können. Und da gibt es eigentlich drei Hauptpunkte. Also das Thema ist ja so, in Doku-Tools, wenn man sich das allererste Mal einen User erstellt, dann stellt man auch gleichzeitig eine sogenannte Organisation, also eine Firma. Ja. Man sieht das immer hier, also hier in dem Projekt, in diesem Fall hier, ich bin die 123 Bau GmbH. Ja. Sehen Sie immer hier Ihren Organisationsnamen. Oder auch hier unten bei Ihren Projekten wird das dann überall angezeigt. Also das ist quasi Ihr Firmenname. Und innerhalb dieser Organisation, diese Organisation kann es also nur einmal geben. Ja. Es gibt immer in Doku-Tools auf unserem Server, also in unserer Software, gibt es immer also unendlich viele Organisationen. Und innerhalb dieser Organisation gibt es dann immer einen Administrator quasi. Also wir nennen das Organisationsbesitzer. Und der ist so quasi der Oberchef, also der kann sich auch nicht, der hat immer auf alles Zugriff, der kann sich da nicht aussperren aus dem System, ja, so Organisationsinhaber, ja. Und dieser Organisationsinhaber hat dann eben Zugriff auf, also Projekt, also organisationsweit auf drei Dinge. Einerseits hier unten auf die ganzen Projekte, also er kann diese ganze Projektverwaltung sehen und steuern. Er kann andererseits die Lizenzen und Benutzer steuern, also verwalten. Und die Berichte. Das sind also diese drei Themen, um die es immer geht. Ja? Also gehen wir vielleicht mal hier in die Lizenzverwaltung rein, da kann man das ein bisschen besser erklären vielleicht. Also in diesem Fall hier, ich bin der Bob, der Baumeister. Man sieht hier drunter, ich bin der Organisationsinhaber. Also ich habe alle Rechte, mir kann man hier also kein Recht wegnehmen, auch wenn ich hier jetzt versuche drauf zu drücken. Das heißt, ich kann einmal alles steuern. Ja? Ich bin immer quasi der Chef. Und jetzt kann ich danach eben frei entscheiden, wie ich das Ganze aufbaue. Ja? Und hier in dem Fall ist mal klar, vielleicht das erste Wichtigste ist, dass ich hier meine ganzen Benutzer einlade in meine Organisation. Also das sind all jene Personen meistens, die in meiner Firma mitarbeiten oder beziehungsweise für die ich die Lizenz bezahle. Ja? Und ganz wichtig ist noch vielleicht eines zu erwähnen, es gibt einen Unterschied, das hier, diese Rechte hier, die Sie hier sehen, das bezieht sich immer auf die ganze Organisation und unterscheidet sich aber vom Projekt. Also ich gehe mal kurz in ein Projekt rein, um das kurz zu zeigen. In jedem Projekt, das sehe ich hier nicht, ja, klar, das ist nicht von mir. In jedem Projekt gibt es ja immer die Projektmitglieder und hier gibt es auch wiederum Rollen, ja. Das ist aber immer nur projektspezifisch, ja. Diese Rechte, das bezieht sich nur auf dieses eine Projekt, also alle Sachen, die Sie hier sehen.
Und die Rechte, die sie hier oben erhalten, die sind sozusagen eine Station drüber. Ja, das ist also, damit können sie, zum Beispiel ich als Lizenzinhaber, als Organisator, egal welche Rolle ich in einem Projekt habe, ich sehe immer alle Projekte von meiner Firma. Ja. Auf jeden Fall, das ist immer so ein bisschen eine Verwirrung. Ja. Vor allem, manchmal rufen Leute und sagen, hey, ich habe im Projekt meinen User eingeladen, aber er sieht nichts. Und ich sage, ja, aber sie haben ihn nicht hier in ihre Organisationsverwaltung eingeladen. Also am Anfang gibt es mich und dann habe ich hier meine Schäfchen zusammengetrommelt. Das geht, indem man hier oben zur Lizenzverwaltung einladen. Hier gibt man die 1, also hier gibt man eine, Entschuldigung, muss ich eintreten lassen. Hier gibt man eine E-Mail-Adresse ein, also irgendwas at gmail.com und drückt dann hier auf Einladen und dann bekommt der Benutzer eine E-Mail und in der steht drinnen, Sie sind zur Lizenzverwaltung von der Firma 123, also sind zur Organisation 123 Bau GmbH eingeladen, bitte, und dann muss er nur noch, bitte klicken Sie hier und dann muss er nur noch sich ein Passwort setzen, ja, der Benutzer. Also er klickt auf den Link, dann kommt Passwort setzen, er stellt sein eigenes Passwort und ist dann quasi sofort hier in dieser Liste, genauso wie der Herr Max Niedler und der Herr Mustermann. Solange das nicht der Fall ist, probieren wir das, ich zeige Ihnen das jetzt auch noch kurz, wenn, dann machen wir es gleich ordentlich. Dann machen wir jetzt schnell mal einen Test hier. Solange dies nicht der Fall ist, laden wir hier mal jemanden ein. So. Einladen. Solange dies nicht der Fall ist, sehen Sie hier immer, der Status ist noch ausstehend. Ja? Sie können dann immer diese, das passiert auch oft, wenn dann der User meint, ja, aber der Link funktioniert nicht mehr. Dieser Link, den wir schicken, schauen Sie, der schaut so aus. Hier sieht man das jetzt. Ja, dauert noch kurz. Dieser Link, der ist immer nur einen gewissen Zeitraum gültig aus Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, falls der Benutzer, passiert ja oft, irgendwie dann 2 Wochen nicht antwortet und dann braucht er es auf einmal, dann einfach bitte hier nochmal auf diesen Knopf drücken, dann kriegt er die Einladung noch einmal. Ja? So, jetzt schauen wir, ob wir hier die Einladung schon bekommen haben. Noch nicht. Sie wird dann kommen. Auf jeden Fall, Sie sehen dann, sobald der User dem Link folgt, sein Passwort eingibt, dann ist auch hier sein Name und alles, gibt er dann alles ein und dann ist das alles hier geändert. Ja? Gut, dann mal soweit zum Benutzer einladen. Der nächste Punkt ist vielleicht auch ein bisschen, Sie haben jetzt zum Beispiel hier 4 Benutzer, aber Sie sehen hier oben schon, welche Art von Lizenz Sie haben und wie viele von diesen Lizenzen. Also in dem Fall haben wir 2 Lizenzen und die sind auch schon beide vergeben. Sie sehen das hier. Das heißt also 0 weitere Lizenzen. Sie können aber jederzeit einfach zum Beispiel, hier der Herr Miller zum Beispiel, wenn der das Unternehmen verlässt oder die Lizenz gerade nicht mehr braucht, kann ich immer hier die Lizenz entziehen. Jetzt habe ich wieder eine frei und ziehe halt jetzt einfach dem Herrn Mustermann zuweisen, weil der arbeitet jetzt am Projekt und der ist die Urlaubsvertretung oder wie auch immer. Ja. Und jetzt hat der Herr Mustermann eine volle Lizenz und kann voll arbeiten. Vielleicht auch noch interessant für Sie, Sie können natürlich, also Sie haben jetzt hier 2 Personen, die haben keine Lizenz. Was heißt das? Diese Personen können schon auch in DocuTools arbeiten. Sie können aber innerhalb von Projekten immer nur die Rolle Subunternehmer oder interner Betrachter haben. Ja, das sind unsere 2 kostenlosen Rollen. Also wenn wir jetzt hier nochmal auf die Mitglieder gehen und ich habe hier jetzt den Herrn Mustermann, nochmal, da ist er schon. Ach, der hat zwar jetzt die Rolle, aber egal, ich erkläre es trotzdem. Also wir haben hier die Rolle Subunternehmer und interner Betrachter und der interne Betrachter ist ein einfacher Viewer, ja, der kann alles sehen, aber kann nichts machen und der Subunternehmer ist eben diese Rolle, der kann nur die Pläne und Pins sehen, wo er eine Aufgabe zugewiesen hat, kann sie auf erledigt setzen, Daten, Fotos hochladen und so und sobald die Aufgabe irgendwann auf geschlossen gestellt wird, sieht er sie auch nicht mehr. Ja. Also das sind die 2 so kostenlosen Rollen, die können Sie auch mit Ihren Benutzern, quasi die Sie in Ihrer eigenen Organisation haben, können Sie auch machen. Ja? Also die 2 Herren hier können jetzt sozusagen nur diese 2 Rollen haben. Dann, nächster wichtiger Punkt für größere Firmen, ist das natürlich sehr interessant. Also wir haben dann, irgendwann gab es die Anfrage zum Beispiel,
dass Firmen gesagt haben, naja, wir haben ja, ich weiß nicht, 400 Benutzer oder sich und wir haben verschiedene Abteilungen und oder überhaupt, wir haben verschiedene Tochterfirmen, also es gibt die Firma 1, 2, 3 Bau und es gibt die Firma 4, 5, 6 Bau, ja. Und es wird aber immer jetzt angezeigt, dass der Herr Almeier Beck, der Herr Bob, der Baumeister hier, der ist in 1, 2, 3 Bau. Der Herr Miedler arbeitet aber eigentlich für die 4, 5, 6 Baufirma, ja, und das schaut man immer. Und oder man hat Departments, ja, also bei quasi staatlichen Betrieben gibt es dann verschiedene Behörden und da kann man aber trotzdem das so machen, dass eine Abteilung all diese User verwaltet, auch wenn sie in verschiedenen Behörden sind. Und dafür haben wir hier oben ein Unternehmen-Verwalten-Feature gebaut. Und hier können Sie zum Beispiel sagen, es gibt bei mir im Konzern, ja, der Konzern heißt 123 Bau, aber es gibt noch viele Tochterfirmen oder andere Abteilungen, die Abteilung Tiefbau von 123 GmbH und es gibt die Abteilung Hochbau 123 GmbH. So können Sie jetzt sagen, okay, der Herr Miedler, der ist im Tiefbau, der Herr Mustermann ist im Hochbau. Ja, das hilft einfach, so kann man sich eine schöne interne Struktur schaffen. Klar, bei einem Dreimann-Büro oder so, bei einem kleinen ist es nicht so interessant, aber eben wie gesagt, das ist für größere Firmen. So, kommen wir vielleicht als nächstes dann zu den zwei Rechten, die man hier vergeben kann. Also derzeit bin ich der Einzige, der die Lizenzverwaltungsrechte und die Projektverwaltungsrechte hat, bin ich. Das heißt, die anderen Herren hier sehen, sie sehen hier oben gar nicht diese Lizenzverwaltung. Beziehungsweise, warten Sie mal, wenn wir jetzt die Einladungs-E-Mail, ja, der ist draußen. Sehr gut, damit Sie das auch sehen. Hier ist unsere Einladungs-E-Mail und man kann hier dann beitreten, sich ein Passwort setzen. Achso, nein, das geht nicht, ich bin ja schon eingeloggt, ja. Nein, ich zeige Ihnen das anders. Wir erklären das einfach schön. Das Problem ist, ich bin in dem Browser schon eingeloggt, deswegen funktioniert das nicht, dass ich mit meinem zweiten User einlogge. Also wenn ich jetzt dem Herrn Miedler, hier ist er, so. Derzeit hat er nichts. Das heißt, wenn er jetzt hier auf Projekte kommt, dann sieht er nur hier oben die Projekte, wo er auf dem Team eingeladen ist, ja. Das hier unten, das sieht er gar nicht, diese Projekte, das ist einfach grau, ja, das schaut dann so aus. Und hier oben die Lizenzverwaltung sieht er auch gar nicht, ja, und Berichtsvorlagen auch nicht. Ja. Also er kann wirklich nur bei großen Firmen quasi mit 100, also mit größeren Organisationen mit 100 Leuten oder 30, 40 plus, da ist das ist es meistens so, dass die meisten Leute keine dieser globalen Rechte haben, sondern die sehen einfach nur ihre Projekte und können sich in ihren Projekten navigieren, dort haben sie ihre Rechte und aus. Ja. Manchmal ist es natürlich so, dass man sagt, naja, aber das ist zum Beispiel mein Abteilungsleiter, der Herr Miedler ist ja Abteilung Tiefbau, der ist der Abteilungsleiter und der soll auch Projekte erstellen dürfen. Ja, das heißt, ich gebe ihm jetzt hier dieses Hackerl und jetzt sieht er hier auch die komplette Projektverwaltung, so wie ich sie jetzt hier gerade sehe, ja, als Administrator. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Abstufung, die sehr viele Kunden sich gewünscht haben, die gesagt haben, naja, aber der Herr Miedler ist ja Abteilung Tiefbau Deutschland. Ja? Ich will nicht, dass er die Schweiz-Projekte auch sieht und die ganzen anderen Projekte. Und deswegen haben wir uns dann einfallen lassen oder haben wir entwickelt gemeinsam mit den Kunden, dass wir gesagt haben, na gut, dann ist doch das Einfachste, man kann hier jetzt den Ordner sehen. Man kann jetzt hier sagen, okay, der Herr Miedler darf nur hier den Ordner Deutschland sehen, samt sämtliche Unterordner oder Projekte, wenn es welche gibt, und kann dort dann Projekte erstellen etc., aber sonst wieder nichts. Ja? Das heißt, jetzt ist hier diese Ordnerbeschränkung aktiviert und wenn der Herr Miedler hier auf seine Projekte geht, dann sieht er nicht so wie ich, sondern ist er gleich im Deutschland-Ordner drinnen und er sieht Bayern, er kann dort jetzt noch weitere Ordner anstellen für jedes Bundesland oder wie auch immer. Er sieht aber nicht Schweiz und er sieht auch nicht diese Projekte hier, die in keinem Ordner liegen. Also auf diesem Level ist er nicht.
So kann man das sehr gut strukturieren, eben was mit diesen Sichtbarkeiten ist, vor allem wenn man mal, ich weiß nicht, 100 Projekte da hat, dass nicht da jeder macht, was er will, sondern dass man da auf jeden Fall zumindest eine Ordnung reinbekommt, weil sonst, hier sieht man es eh schon, das ist jetzt auch schon nicht so super, sonst hat man hier eine ewige Liste an Projekten, wo sich niemand mehr auskennt. Und das hat sich eigentlich sehr gut etabliert, diese Ordnerfreigabe am Projektverhalten. Was hier auch noch drinnen steckt, das habe ich vergessen zu erwähnen bis jetzt, hier drinnen steckt auch noch das Recht, Berichtsvorlagen zu verwalten. Ja? Das heißt, jeder, der Projekte verwalten darf, der Herr Miedler in dem Fall, hat auch hier dieses Berichtsvorlagen, diesen Button. Und er kann jetzt hier auch eine neue Berichtsvorlage hochladen, etc. Ja? Auch bei den Berichtsvorlagen ist es so, dass wir am Anfang haben wir das hier so gebaut, wie Sie das hier sehen. Also wir haben gesagt, naja, man lädt hier seine Berichtsvorlagen hoch, also man klickt hier einfach auf neue Vorlage hoch, man gibt einen Titel, man wählt die Sprache aus, wenn man das verschiedenen Sprachen, manche Firmen haben Auslandsdependance, die andere Sprachen haben, und man zieht hier per Drag and Drop die Vorlage und dann erstellt man sie. Das sieht man dann hier auch, also und wem erstellt, wann, welcher Typ, Word oder Excel und Name und Sprache. Man kann sich hier gleich allen Projekten zuweisen, nur wenn Sie, Sie können sich das eh vorstellen, wenn Sie dann beginnen loszulegen und ich weiß nicht, die Benutzer tun da alle wild ihre Vorlagen reinladen, hat man hier irgendwann, so wie hier, na, hier ist es nicht so schlimm, hier haben wir nur eine Seite und man hat relativ schnell, ich weiß nicht, hier 100 oder 200 Vorlagen drinnen. Ja? Und natürlich klicken dann alle gerne mal hier auf alle Projekte. Ja. Was dann natürlich super störend ist, wenn man, wenn der polnische Bauleiter in seinem Projekt in Polen die Bautagesbericht deutsche Vorlage sieht. Ja. Deshalb haben wir das so gemacht, Sie sehen es hier eh schon, wir haben das, es gibt da eine weitere Funktion, also wir machen das immer, wir raten das allen Kunden so, nicht auf alle Projekte klicken, sondern man kann die Vorlagen bei jedem Projekt, wenn man hier zum Beispiel im Smart Campus Projekt ist und hier in die Projekteinstellungen geht, kann man die Vorlagen hier projektweise zuweisen. Ja, also ich gehe jetzt hier in die Vorlagen und hier sage ich jetzt Bautagesbuch und die weise ich jetzt dem Projekt zu uns. Nämlich die nächste Bautagesbericht und jetzt habe ich die zugewiesen und gehe auf Speichern. Im Idealfall, das kommen wir dazu nachher, das erklären wir nachher. Max erinnert mich dann, wie man ein Projekt kopiert, also wie ein Projekt Vorlagen anlegt. Oder? Das haben Herr Weise, das haben wir vorher erklärt. Also die Berichtsverwaltung hier, also Berichtsvorlagenverwaltung eigentlich, die ist geknüpft an das Projekteverwalten-Recht. Wir haben uns mal überlegt, das zu trennen, aber bis jetzt war es eigentlich immer so, dass die Leute, die wirklich Projekte erstellen dürfen, auch immer quasi das Recht haben, hätten sollen, Berichtsvorlagen zu verwalten. Wobei man sagen muss, umso größer eine Organisation wird, umso genauere Spielregeln muss man vielleicht vorgeben, damit hier kein Chaos entsteht. Deswegen haben wir, also dadurch, dass man da so viele Vorlagenteile hat, haben wir das eben jetzt an die Projekteinstellungen geknüpft, dass man das hier immer schön zuweisen kann und jeder kann sich das dann selbst machen, dann ist das nicht so ein Aufwand. Also hier haben wir auch zum Beispiel 3 Vorlagen schon zugewiesen extra und was es dann noch gibt, aber das erklären wir vielleicht eh jetzt, das ist eh ganz gut jetzt, wenn wir noch bei den Projekten sind. Also was sich sehr gut eingebürgert hat, ist, dass man, wenn man hier ein Projekt erstellt, dass man eine Projektvorlage erstellt. Zum Beispiel, der Herr Miedler wird sich eine Tiefbauvorlage erstellen. Diese Vorlage erstellt er dann in seinem Deutschlandordner vielleicht einfach, ja. Das ist ein Projekt jetzt, wo keine Pläne hineinkommen oder so, aber hier treffen wir eigentlich schon all diese Einstellungen. Also, wenn wir nochmal auf meine Projekte gehen, ich gehe jetzt hier in die Einstellungen und dort stelle ich jetzt die PIN-Kategorien ein, die Berichtsvorlagen. Also hier möchte ich immer diesen Bautagebuch und den anderen dann noch Baubericht haben. Hier möchte ich die Zusatzkategorie Abnahme haben, etc. Blau und hier möchte ich noch haben Sicherheits.
Datenschutz oder so. Okay. Also man stellt hier alles vor ein. Man kann auch schon hier Mitglieder einladen, Teams erstellen, alles Mögliche. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt erstelle, kann ich dann hier sagen, Projekt kopieren. Und hier kann ich jetzt, hier gebe ich jetzt wirklich den Projekttitel ein, also ich weiß nicht, Flughafen Berlin. Und hier kann ich dann sagen, okay, ich möchte alle Berichtsvorlagen mitnehmen, ja, die schon in alle Datasets, was auch immer, Kontakte, Mitglieder. Man kann sogar hier, wenn man sagt, man hat so viele Kontakte in diesem Vorlageprojekt, dass man sagt, na okay, ich möchte hier nur gewisse filtern und nur die nehmen. Ja. Und ja, also Kontakte mit denen haben wir keine, also leer. Und so baut man das am besten auf bei den Projekten, ja, dass man sagt, dass man ein Vorlageprojekt erstellt und das dann immer kopiert. Das geht einfach schneller, als wenn man jedes Mal alles neu macht. Und vor allem schafft es, was schon sehr gut ist, eine gewisse Kontinuität. Man hat sich einmal Berichts, also PIN-Kategorien überlegt, einmal die und die zieht man dann durch in Tiefbau, zum Beispiel in der Tiefbauabteilung. Ja, und das kopieren wir jetzt gleich in Deutschland, Bayern. Ja, also so. Jetzt wird das Projekt so gestellt. Gibt es noch eine Frage, Max? Zwei Fragen, ja. Ja. Hier gibt es jetzt den Flughafen Berlin als neues Projekt. Ja, also diese Vorlagen haben sich sehr gut etabliert, dass das entweder jede Abteilung oder dass man es generell macht. Ja. Beginnen wir vielleicht, kommen wir zu den Fragen. Benutzerverhaltung, also soll ich das einfach so machen, Max? Also, Benutzer, sollte ein Benutzer aus dem Unternehmen ausscheiden und der Benutzer wird dann auch aus Dokudos gelöscht, wie werden seine erstellten Pins etc. behandelt? Sehr gute Frage, mit der wir uns auch schon mal quälen mussten. Also, wenn Sie hier oben einen Benutzer quasi deaktivieren, dann hat er in der Sekunde keinen Zugriff mehr auf die Software, also er kann sich nicht mehr einloggen, er sieht das Projekt nicht mehr, also das ist alles weg. Ja. Sie können zusätzlich auch bei uns quasi beantragen, das müssen Sie immer schriftlich machen, dass wir quasi auch den Benutzer wirklich endgültig löschen. Das aus Datenschutzrichtlinien möchten Sie das zum Beispiel machen, deswegen schicken Sie uns das, dann löschen wir den User. Aber wir haben hier im Projekt dann drinnen, kann man schon noch nach dem Benutzer filtern und man sieht die Daten des Benutzers, die er erstellt hat, weil sie ja aus rechtlichen Gründen diese Daten auch eventuell länger aufheben müssen. Ja? Das heißt, sie müssen ja schon, wenn sie sich dann einen Bericht erstellen am Ende vom Projekt oder so, und den legen sie ab als Baudokumentation oder zu ihrer Baudokumentation dazu, dann muss der ja, ich weiß nicht, 10 Jahre oder in manchen Fällen in Österreich ist es sogar 30 Jahre, die müssen sie ja irgendwo aufheben. Und daher löschen wir jetzt nicht den User raus und man weiß nicht mehr, wer das erstellt hat, sondern der Name ist dann schon noch immer vorhanden bei den Dingen, die er geändert hat oder hochgeladen hat. Ja? Man kann auch dann noch nach ihm filtern, was zum Beispiel sehr wichtig ist bei Aufgaben. Also wenn man, ich gehe mal in ein anderes Projekt, wenn man das sieht, wenn man bei Aufgaben dann die Person, die das Projekt verlassen hat, sucht und dann durch eine neue Person ersetzt, quasi zum Beispiel. Ja, also wenn ein neuer Mitarbeiter kommt oder ein neuer, es ist ein anderer Zuständig für die HKLS auf der Baustelle, kann man mit dieser Massenzuweisungsaufgabe hier mit Editieren, kann man dann die Aufgaben von einer Person auf die nächste führen, damit es da weitergeht. Ja. Genau dasselbe Thema ist übrigens bei den Teams. Ja. Also wenn, das habe ich hier nicht mehr, hier bin ich nur Subunternehmer, aber wenn Sie ein Team haben, ja, wir haben ja auch diese Teams hier. Machen wir eins, Test-Team. Ja, dann machen wir das gleich. HKLS. Das ist ein Assistenten-externe Betrachter-Team. Wenn Sie ein Team haben und diese Person verlässt das Unternehmen, dann ist es auch sehr angenehm. Sie können nämlich einfach die neue Person einfach in dieses Team hier hinein einladen. Und er sieht dann gleich alle Sachen, die alte Person gesehen hat und kann dort gleich weiterarbeiten. Ja, das ist auch oft das Problem auf der Baustelle. Aber wie gesagt, also löschen,
entweder hier rein auf deaktivieren, dann ist der User auch weg, zum Beispiel diesen Herrn hier brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Auf inaktiv stellen, dann ist er auf inaktiv. Oder, und wenn Sie sagen, Sie wollen es wirklich aus Datenströmen löschen, dann bitte einfach eine E-Mail uns, dann löschen wir auch diese Person hinaus, aber im Projekt sieht man dann schon noch, wer was bearbeitet hat aus den genannten Gründen. So, was war die nächste Frage, Max? Neue Farben für die Kategorien. Puh, das kann ich Ihnen jetzt nicht so genau sagen. Ich schreibe es mir aber hinaus. Herr Schmetze. Und sobald ich da Näheres weiß, schicke ich Ihnen, also ich schicke Ihnen das, sobald ich Näheres weiß. Ja. Wann genau die kommen. Gut, jetzt waren wir bei den Projekten. Also ich glaube, bei Projekten, Max, bei der Projektverwaltung haben wir da jetzt alles erklärt. Vielleicht noch eins, also wichtig hier, das sehen Sie jetzt eh schon, wenn Sie in einem Projekt eine Rolle haben, dann sehen Sie, also wenn Sie hier bei den Mitgliedern auch dabei sind, dann kommt das Projekt hier in meine Projekte. Ja? Und Sie sehen hier zum Beispiel, das ist ein Projekt von einer anderen Firma, von der DokuTools GmbH, die hat mich hier eingeladen mit der Rolle Subunternehmer und das sehe ich jetzt hier oben auch bei meinen Projekten. Aber ich sehe das natürlich nicht hier unten, weil das ist ein Projekt von einer anderen Firma, von einer anderen Organisation. Das heißt, ich sehe es nur hier oben unter meine Projekte. Und auch andere Mitglieder aus meiner Organisation sehen es wahrscheinlich gar nicht, weil die müssten auch eingeladen werden in das Projekt. Ja. Aber das ist oft auch so ein bisschen eine Frage, warum sehe ich das Projekt hier oben, aber hier unten nicht. Aber für uns war irgendwann klar, okay, wir müssen irgendwie entscheiden. Man braucht eine Art Favoritenansicht, wo sind die Projekte, wo ich arbeite, und hier unten quasi eine Art Verwaltungsansicht, wo man diese ganzen Projekte strukturieren kann. Max, heben wir uns vielleicht die Frage mit den Microsoft Surface Sachen, heben wir uns vielleicht fürs Ende auf, ja? Und die zur Lizenzvergabe, Herr Böhm hätte noch eine Frage, vielleicht bleibt sie gerade, dann beantworten wir sie gleich. Ja, moin. Das war jetzt mal Projekte, Ordner erstellen geht hier. Ordner zu der Lizenzfrage. Was wir hier machen, gehen wir wieder in die Lizenzverwaltung, da hat der Herr Böhm mich eine Frage gehabt. Und, genau, können Sie mich hören? Dann waren wir auch noch nicht fertig. Ja? Also, beziehungsweise die letzte Rolle, das letzte globale Recht, was es hier noch gibt, ist dann halt die Lizenzverwaltung. Also ich könnte dem Herrn Miedler jetzt auch sagen, okay, er darf auch die Lizenzverwaltung sehen, quasi und User einladen. Hörst du die Frage von Herrn Böhm? Nein. Okay. Kann man die auch sprechen? Hören Sie mich? Ah ja, jetzt höre ich Sie, Herr Böhm, ja. Super. Wir haben Lizenzen in der Pocket-Welt, sag ich mal, und Lizenzen in der Multi-Welt. Wie kann ich einen User aus der Pocket-Welt in die Multi-Welt überführen, dass er dort zeitabhängig eine Lizenz besitzt und ja, arbeitet an einem Projekt, was oder mit seiner Pocket-Lizenz an einem Projekt in der Multi-Welt arbeitet? So rum. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, perfekt. Das ist vielleicht auch eine grundlegende Erklärung hier. Also bei uns ist es so, wir haben ja diese Pocket, Multitool und Combo-Tool Lizenzen hier. Und derzeit ist es so, jede dieser Lizenz ist ja aufgrund, also ist pro User, aber auch auf Pläne ja, beschränkt. Das heißt, wenn Sie eine Pocket-Lizenz haben, dann können Sie 100 Pläne hochladen. Also wir haben uns das damals so gedacht, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ja eigentlich, dass Firmen, die nur ein Projekt machen, laufend oder wenige oder beim Combo-Tool nur so 3-4, dass wir für die etwas eine günstigere Variante haben, weil sie brauchen ja nicht unendlich Pläne und unendlich Projekte. Deswegen haben wir uns das damals so ausgerechnet, na gut, jeder User, also wir haben diese 3 Tools. Damit geht aber auch einher, dass man eben pro Organisation immer nur entweder nur Multitool-User haben kann oder nur Pocket-Tool. Wenn Sie das jetzt so haben, dass Sie 2 solche Organisationen haben, also Sie haben eine Organisation, die hat Multitools, die hat irgendwie 5 Multitools oder 10, und Sie haben eine andere, wo Sie 10 Combo-Tools haben, und Sie wollen das hin und her schicken, dann müssen Sie uns immer schreiben. Ja? Also
einfach ein Service-Ticket erstellen und sagen, okay, der Herr Max Miedler, den möchte ich jetzt bitte in die Multitool-Organisation hinüberschieben, weil der muss dort jetzt ein Jahr lang bei dem Projekt mitarbeiten mit Multitool. Dann machen wir das für Sie einfach. Ja? Dann schieben wir den hinüber und so wieder in die andere Richtung. Aber nur die Erklärung, warum eben man Multitool und Combo nicht mischen kann, ist eben aufgrund dieses Lizenzmodells geschuldet, weil quasi jede Organisation hat eben ein Limit an Plänen. Also ich bin jetzt hier als Multitool das heißt, ich habe unendlich, aber wenn ich jetzt ein Combo-Tool hätte, dann habe ich 800 Pläne organisationsweit, also aktive auch immer, vielleicht auch gleich dazu gesagt, wenn man einen Plan oder ein Projekt deaktiviert, ja, also wenn ich jetzt hier in Projekte hineingehe und hier ein Projekt auf inaktiv setze, deaktiviere, dann habe ich wieder ein Projekt frei, ja, von meinem Limit da bei den Combo- oder Pocket-Tools. Also Herr Böhm, am besten, wenn Sie sagen, Sie wollen, schicken Sie uns einfach ein Service-Ticket, wo Sie uns das genau beschreiben, von welchem Tool, also von welchem Organisation auf welche der User transferiert werden soll, dann können wir das machen. Ja, verstanden. Dann müssen wir uns intern erstmal unterhalten und vielleicht müssen wir dann die Pocket-Welt auflösen. Ja, und mehr rollierende Multi-Lizenzen haben, weil die Verwaltung für roundabout 200 Mitarbeiter, da schreibe ich zu viele E-Mails an Sie. Ja, das ist auch leider. Also eben, daran konnten wir, also wir konnten es dann einfach, wir hätten das schon irgendwie machen können mit dem Misch, aber das war dann doch zu komplex, jetzt auch noch auf all das obendrauf in der Lizenzfolge diese die Tools zu mischen. Aber der Herr Fritz Miedler wird sich einfach bei Ihnen melden und schauen, dass er da eine Lösung findet, ja, wie sie das am besten machen, wie man das, dass man da vielleicht irgendwas findet. Ja, das wäre perfekt. Danke Ihnen. Ich sage ihm das gleich weiter und er ruft Sie dann an, ja. Das perfekt, danke. Gut, super. Dann waren wir jetzt, also haben wir auch noch die Lizenzen erklärt, das ist vielleicht auch wichtig an dieser Stelle, ja, dass man hier nicht quasi mischen kann. Wir haben jetzt noch die Lizenzverwaltungsrechte, also dem Herrn Miedler habe ich jetzt wirklich das Recht gegeben, die Lizenz zu verwalten. Also der sieht jetzt genau quasi, der hat jetzt eigentlich genau die gleichen Rechte wie ich, als Organisationsinhaber. Also er kann jetzt auch quasi neue Benutzer einladen, Lizenzen hier zuweisen oder nicht. Also sagen wir so, wenn ich 10, 20 User habe, dann gibt es meistens einen Organisationsinhaber und quasi einen Stellvertreter. Ja, das wäre in dem Fall der Herr Miedler, der auch alle Rechte hat. Und wenn ich nicht da bin, können sich die User auch immer noch an ihn wenden und sagen, bitte die Lizenz zuweisen oder ich weiß nicht, neuen einladen. Oder er sieht ja dann auch alle Projekte. Also wenn irgendwer in ein Projekt nicht eingeladen hat, bitte, ich möchte gern in Ausstattung Apart, da möchte ich auch hinein, bitte laden Sie mich ein, dann kann er das machen. Ja. Erstens so die Ansprechperson. So, jetzt schauen wir noch auf unsere Agenda, ob ich nicht ja nichts vergessen habe bei dem Bereich jetzt mal. Also Organisation, Nutzer einladen, Berechtigungen, Lizenzen zuweisen, entziehen, Unternehmen verwalten, Vorlage hochladen, verwalten, Projekte kopieren haben wir auch gemacht, Mitglieder verwalten und Ordnerfreigabe beschränken. Ja. Das haben wir jetzt eigentlich alles durch. Das ist eigentlich schon ganz gut. Gibt es noch etwas, Max, was dir einfällt? Oder gibt es noch, weil sonst glaube ich, wäre es immer das Wichtigste zu quasi das Administrationsansicht von Douglas. Eine Sache gibt es natürlich schon noch, also das ist dann so quasi das nächste Level darüber. Wir haben auch bei DocuTools kann ich hier mal ausloggen, wir haben hier auch einen Single Sign-On. Das heißt, für Firmen, die den Single Sign-On bei sich installiert haben, ja, also wenn Sie hier, können Sie frei draufklicken, also hier gibt es ein paar Kunden von uns, die haben schon das so, da kann sich ja dann jeder Kunde mit seinem Passwort vom Unternehmen anmelden. Und da ist dann die gesamte Lizenzverwaltung und Userverwaltung, das heißt User Management, meistens im Active Directory des Kunden.
Das ist natürlich dann super angenehm für die Großkunden, die, ich weiß nicht, 100, ein paar hundert User verwalten, weil die haben ihr Active Directory, wo sie auch alle anderen Lizenzen, also im Idealfall auch andere Softwareprodukte verwalten, und dann können sie DocuTools, ist da komplett dann eingebunden. Ja. Also das ist natürlich für noch größere Firmen, die dann wirklich viele User haben, ist das sehr angenehm, weil dadurch erleichtert das mir als Administrator natürlich nochmal sehr viel. Und dann wollte ich noch eine Sache zeigen. Okay, ja, eine Frage. Für die Lizenzverwaltung brauchen Sie, gute Frage, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube schon, aber wir bieten das eigentlich immer an für Leute, die nur so quasi den Administrator sind. Dass sie das irgendwie freigeschaltet bekommen. Aber an sich braucht man schon eine Lizenz als Administrator. Ja. Aber wenn Sie sowas benötigen, auch da einfach beim Sales-Betreuer melden, der kann Ihnen dann das, der macht Ihnen das. Ja, dass Sie das sozusagen, wenn Sie quasi nur der Administrator sitzen und mit der Software eigentlich sonst nichts zu tun haben, aber Sie sind die Ansprechperson für DocuTools, was ja sehr oft ist, und für noch 10 andere Systeme bei Ihnen, dann ist es immer ganz gut, wenn Sie sozusagen einen User haben, mit dem Sie diese Organisationsverwaltung machen können, und arbeiten tun dann aber anderen damit. Ja? Also da einfach beim Sales-Berater melden, dass er Ihnen das freischaltet. Ja? Und da vielleicht gleich auch noch eine spannende Sache, das kann man Ihnen auch freischalten. Also, ganz wichtig, wenn Ihre User oder meistens ist es ja so, wir haben das immer so oft, das ist bei größeren Firmen vor allem oder bei Outlook, also egal wo eigentlich, wenn es 7 User gibt, dann gibt es einen Organisationsinhaber, und der wird dann meistens genervt, wenn irgendwas eine Frage gibt oder irgendwas nicht funktioniert, dann ruft man meistens dann immer diesen DocuTools-Administrator an. Das kennen viele meiner Kunden, die so quasi bei Ihnen im Unternehmen das DocuTools verantworten. Und dann entweder können diese Benutzer direkt oder Sie dann an uns hier ein Service-Ticket aufmachen. Und was ich Ihnen nur zeigen wollte kurz, also wenn man so ein Service-Ticket aufmacht, dann gibt es eine Maske, wo man so eine, bin schon wieder eingeloggt. Warten Sie, das muss ich Ihnen woanders zeigen. Zeigen das kurz hier. Also wir haben eine Maske, wo man ein Service-Ticket hinterlegen kann, und was wir auch hier machen können, auf Wunsch von den Kunden, na, jetzt kommt er nicht mehr rein. So, Baumeister. Auf Wunsch von Kunden können wir das auch so einstellen, dass Sie als Administrator, also als Organisationsinhaber, alle Tickets sehen von Benutzern von Ihrer Organisation. Ja? Also hier sehen Sie das Service-Ticket, da ist die Firma und so alles schon ausgefüllt. Hier kann man das immer einreichen. Und hier können Sie dann unter meine Tickets, können Sie auch immer sehen, sämtliche Tickets, die Sie bereits erstellt haben. Damit Sie immer sehen, wo stehen die gerade. Beziehungsweise auf Wunsch, dann müssen Sie einfach nur kurz schreiben, können wir das auch so freischalten, dass Sie quasi alle Tickets, die es von Usern aus Ihrer Organisation, also alle Herren von 1, 2, 3 Bau, also auch wenn der Herr Miedler oder der Herr Mustermann jetzt ein Ticket aufmacht, dann sehe ich das hier in meiner Verwaltung. Das ist auch ganz praktisch für so Organisations, Administratoren, damit sie ein bisschen einen Überblick haben und sagen, hey, was passiert da eigentlich, etc. Ja. Wenn es da ein, zwei Tickets gibt, dass sie immer auch mitschauen können. Ja. Das ist noch ein Punkt, der vielleicht hier für Sie, also Ihnen hilft. Ja. Ja, dann glaube ich, werden wir alle Punkte jetzt mal für die Administratoren-Schulung durch, und der Herr Miedler und ich sind jetzt gerne bereit für sämtliche anderen Fragen, die es noch gibt, oder jetzt ganz abgesehen von Projekt- und Lizenzverwaltung oder Vorlagenverwaltung, sondern falls Sie noch andere Fragen zum Thema DocuTools haben, beantworten wir oder zeigen Ihnen die jetzt gerne live. Ja. Ja, einfach am besten einfach in den Chat bitte hineinschreiben.
Ja. Gibt es da noch Fragen, Max, oder? Herr Böhm. Ja, guter Punkt vom Herrn Böhm. Also, ich kann in der, das haben wir gerade heute in der Entwicklung besprochen, zum Thema Planaustausch gibt es quasi einen Stufenplan, den ich da umsetzen möchte. Jetzt kann ich Ihnen das gar nicht sehr gut zeigen, weil ich da gar keinen Plan habe. Aber der Herr Böhm wird sich da schon auskennen, wenn ich sage, okay, oh, hier habe ich das. Sehr gut, das ist dieser Plan. Kann ich den noch tauschen? Ja, ich bin da wirklich genauso. Also auf jeden Fall, wir haben zwei Varianten. Das eine ist einmal, dass wir einen Zoom einbauen, also in die, wenn man den Plan austauscht, der eine unterschiedliche Größe hat zum Originalplan, ja, dann für alle anderen User vielleicht interessant, dann kommt immer ein, dann haben wir so entwickelt ein Overlay, dass man die zwei Pläne übereinander legen kann, so bis sie halt möglichst passen, ja. Und im nächsten Entwicklungsschritt ist irgendwann geplant, also dass wir, also wir müssen es erst designen, aber wir haben es schon technisch schon mal getestet, dass man da hineinzoomen kann, ja, dass man einfach besser reinzoomen kann und dort genauer und vielleicht anhand eines Raumes oder so oder einer Kante im Plan oder des Planstempels das so lange übereinander legt, bis es wirklich ganz genau passt. Und mein zweiter Entwicklungsschritt, der noch ein bisschen in den Sternen steht, ehrlich gesagt, aber den ich gerne noch weiter ausbauen würde, ist eben, dass sich das Ganze mal komplett automatisiert geht. Ja. Aber das ist leider wahrscheinlich erst ein Thema für das nächste Jahr. Aber diese Zoom-Funktion, sollte sich schon noch dieses Jahr ausgehen. Ja. Zu dem Planaustausch. Es gibt von Mitbewerbern die Möglichkeit, zwei Eckpunkte zu setzen auf dem alten Plan und diese dann auch parallel auf dem neuen Plan zu setzen und er daran quasi die Skalierung ausmacht. Ja, Vielleicht ist ich weiß, aber quasi, wenn wir es umbauen, dann machen wir es gleich automatisch. Wissen Sie, es ist einfacher, eine Bilderkennung zu bauen. Also es ist einfacher, eine Bilderkennung zu bauen, die über Image Recognition einfach markante Punkte am Plan wiedererkennt, also auf beiden Plänen, und dann automatisch berechnet, was da das Verhältnis dazwischen ist. Ja. Also, noch besser. ja, genau. Also, wenn quasi, wir haben den Prototypen schon fertig, um ehrlich zu sagen. Also ich habe über den Sommer das einmal programmiert und getestet anhand von unserem Testplan. Und das geht eigentlich sehr gut. Ja. Also man kann jetzt ganz gut mit statistischen Modellen, ich weiß nicht, dann sieht man, okay, es gibt 5 Punkte im Plan, die sind sehr markant und die statistisch höchste Wahrscheinlichkeit, dass es das wirklich dieselben Punkte sind. Und damit könnte man es automatisieren. Also das ist eigentlich mein Plan. Ja. Aber da kann ich mir jetzt nicht versprechen, wie schnell das geht, ja, obwohl der Prototyp schon sehr vielversprechend ist. Aber dann wäre auch in Zukunft nämlich das, was noch viel wichtiger ist, dass man auch vielleicht gleich zwei, drei Pläne auf einmal machen könnte. Das würde dann auch gehen, ja. Ja, und dann hoffen wir natürlich, so lange appellieren wir an die Architekten oder Planer oder wer auch immer ihnen die Pläne liefert, dass sie vielleicht nicht bei jeder Planrevision irgendwie leicht das Format ändern. Ja. So, dann hatten wir noch ein paar Fragen. Wird ein Import von Word und Excel angestrebt? Das müssten wir vielleicht kurz erklären, was hier mit Import gemeint ist. Ja, mir geht es darum, wir haben einige Kollegen, die diktieren rein ihre Baustellenprotokolle zu den jeweiligen Pins. Und unser Office-Bereich setzt dann das Gesprochene in Schrift um. Weil es klappt ja relativ gut, aber halt nicht hundertprozentig, die Dokuschutz-eigene Übersetzung. Und wir haben immer noch diverse Kunden, die halt Papierform wünschen auf unserem Briefpapier. Das heißt, wir haben dann irgendwann eine Word-Datei, wo alle Punkte beschrieben sind vom Office. Und damit DokuTools weiterhin auf dem Stand ist für die nächste Begehung, müssen die übersetzten Sachen ja wieder zu DokuTools rein. Und das ist momentan eine
saumäßige händische Copy-Paste-Arbeit. Und da wäre es natürlich cool, wenn man diese Vorlage, die man von die ja, das Exportprodukt von DokuTools verändern kann und direkt wir importieren. Und er durch die Marken, Platzhalter eine relativ eindeutige Zuweisung der ja, Das verschiedenen die Sachen. Eigenschaften hat. Das ist für die Leute, die quasi noch kein DokuTools verwenden können oder wollen. Ja, wir sind viel im Baugenehmigungsverfahren mit Behörden unterwegs zum Beispiel. Und die Behörden arbeiten einfach nicht in dem zu. Also es ist einfach digital noch nicht akzeptiert. Es muss auch im Original unterschrieben von einem Prüfingenieur sein, zum Beispiel. So. Und wenn ich dieses Dokument muss ich jetzt momentan halt jeden einzelnen Punkt händisch Copy-Paste zu DokuTools überführen, damit ich für die Folgebegehung alle richtigen Punkte dabei habe oder alle richtig beschriebenen. Es ist eh so, also quasi genau gleich. Wenn Sie einen Mängelbericht machen und das schicken Sie dem Subunternehmer oder wer auch immer, er arbeitet das ab und schickt Ihnen das zurück mit seinen Kommentaren daneben. Da muss ich auch manuell jedes Mal ins DokuTools hinein, erledigt, 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 da das Kommentar hinzufügen, erledigt, erledigt, dann noch die drei Fotos, die er mir per E-Mail geschickt hat, vielleicht auch noch hinzufügen. Also davon sprechen Sie eigentlich, oder? Und das vielleicht. Nee, ta tatsächlich die Arbeit mit dem, die Zusammenarbeit mit dem Prüfingenieur und der Behörde ist das große Problem, ne? Okay, ja, okay. Also das Freimelden der Mängel von nicht implementierten Subunternehmern oder so ist da nicht das Problem tatsächlich, sondern es geht dann um die Mangelbeschreibung und ja, solche Geschichten. Ja, okay, dann verstehe ich mal. Ja, Ist vielleicht auch ein Thema, was nicht alle interessiert, können wir sonst auch im Dialog mit Herrn Mindler. super. Auch bitte für das Gespräch mit dem Herrn Niedler dann. Auch mal hier genau erklären und so, ja, damit er das auch versteht. Ja, das ist immer wichtig. Notiere ich mir dazu. Super. Dann haben wir die nächste Frage. Beim Erstellen eines Berichts bei der PIN-Auswahl kann man die Reihenfolge der PINs fix umdrehen. Neueste oben, älteste unten. Sollte funktionieren. Aber nicht über die Berichtsmaske selbst, sondern über die PIN-Liste. Okay, also folgendes. Der Niedler erklärt mir gerade, wie das geht. Dafür bitte, warten Sie mal, ich logge mich nochmal aus und einzeige das in einem anderen Projekt. Dafür bitte, wenn Sie in einem Projekt drinnen sind, in der PIN-Liste dort die Sortierung machen, also zum Beispiel hier im Austria Campus die Pins. Ich filtere jetzt hier nach, ich weiß nicht, allen Pin-Kategorie ist Wartung. Ja, schau mal, ich hoffe, es ist mehr als einer. Ja, und hier jetzt die Sortierung nach Nummer, absteigend oder umgekehrt. Ich würde es so, stimmt das? Oder waren wir letzte Aktivität? Was wollten Sie tun? Also, ja, also neueste oder älteste. Also man kann es hier, also egal nach welcher Sortierung Sie das hier jetzt machen, ja, das können Sie sich dann aussuchen. Und dann hier alle markieren und hier dann Pins zu Bericht hinzufügen und dann hier Testsortierung zuletzt geändert. Und dann hier das ersetzen, ja. Oder dann das ist jetzt Excel, aber dann hier auswählen die Vorlage und dann erstellen. Also das bitte mal ausprobieren, das sollte dann so funktionieren, ja. Entschuldigung, hörst du mich? Ja. Die Frage war, ob ich diese Sortierung fixieren kann, dass ich sie nicht immer einzeln treffen muss. Also immer, wenn ich einen Bericht mache, kommt immer der Einser oben. Ich brauche aber natürlich die zuletzt gesetzten. Natürlich durchs Draufdrücken kann ich es umsortieren. Aber die Frage ist, kann man es irgendwo fix einstellen, dass er immer den Jüngsten zuerst anzeigt? Durch Draufklicken ist es mir eh klar, dass ich das umdrehen kann. Na, okay, also wollen Sie gleich gespeichert haben. Ja. Ja, also möglich ist eh immer alles. Ja, nein, da müssten wir, wenn brauchen Sie das wirklich dann eigentlich immer, oder? Bei der Berichtsvorlage quasi.
Also wenn ich einen neuen Bericht eröffnen will, hätte ich gerne, dass praktisch das jüngste Vorkommen praktisch als oberst ist immer. Also der jüngste, der mit der größten Nummer oben ist. Ja, ich glaube, am besten wäre das wirklich überhaupt wieder so einen Platzhalter zu machen. Wir haben ja zwei Platzhalter sortieren nach und da gibt es Plan und Kategorie und dass man dort einfach noch hinzufügt, sortieren nach entweder PIN-Nummer hoch, runter oder zuletzt geändert oder was man immer hier haben möchte, sondern das vielleicht über den Platzhalter löst. Am besten wäre es, wenn Sie bitte einfach ein Service-Ticket hier oben aufmachen könnten. Also, weißt du auch genau, welche Sortierung? Also zuletzt geändert, oder? Okay, gut. Oder wie gesagt, wenn Sie es nochmal genauer beschreiben könnten, schicken Sie einfach ein Service-Ticket, dann haben wir es hier so quasi notiert und schauen, dass das dann so, dass wir dann so diesen Platzhalter für Sie bauen können, ja? Okay, danke. Dann ist das, glaube ich, die schnellste Variante. Gut, dann nächste Frage. In der Forschung wird oftmals nur graue. Okay. Hier bei den meinen Sie hier in der Medienansicht oder im PIN selbst? Quasi im PIN selbst. Ah, hier, da haben wir noch Preview. Also zum Beispiel das hier, wenn Sie das sehen, dann liegt das meistens daran, dass manchmal bei der Erstellung dieses Thumbnails, dieser Miniaturansicht, also das, was Sie hier sehen, schiefgegangen ist. Kommt, wenn das bei Ihnen häufiger vorkommt, weil das sollte eigentlich nur sehr selten sein eigentlich, wenn das bei Ihnen häufig vorkommt, dann wäre es gut, wenn Sie uns auch vielleicht dazu ein Service-Ticket machen könnten und uns das anschauen könnten. Vielleicht liegt das irgendwie am Endgerät oder so, dass das da irgendwie so öfter passiert, dass da keine von diesen Voransichten erstellt werden. Ja? Also bei uns ist es immer so, Sie speichern ein Foto, wir speichern dieses Foto, dann kommt darauf an, also wir rechnen das Foto dann immer runter, je nach der Qualität, die Sie eingestellt haben. Man kann ja immer hier in den Benutzereinstellungen und am Smartphone oder am Tablet kann man immer einstellen, mit welcher Qualität. Da rechnen wir es runter und dann erstellen wir immer so eine Voransicht, so ein kleines Foto davon. Ja. Und manchmal kann es passieren, dass da was wie hier zum Beispiel schief gegangen ist und diese Voransicht anscheinend nicht gut geladen ist. Und vielleicht liegt das irgendwie an bei uns, also dass wir vielleicht bei irgendeinem Endgerät, dass wir da irgendwas etwas nicht ganz genau schaffen. Also am besten bitte vielleicht ein Service-Ticket mit, wenn das jetzt nicht einmal aus 1000 ist, sondern eigentlich häufig auftritt, ein Service-Ticket mit dem Projekt, auch wo Sie es haben, weil dann können wir uns das anschauen, ob da ein was wiederkehrend ist, wo wir sehen, aha, okay, immer von dem Endgerät, bei dem User passiert das. Ja. Das wäre hilfreich, um diesen Fehler genauer zu finden. Dann bearbeiten Berichtsvorlage ohne Hochladen. Was wir auf der Liste derzeit haben bei den Berichtsvorlagen, ist, dass wir das überschreibbar machen, ja? Weil das macht das Ganze einfach viel schneller, weil man ja doch sehr viel rumspielt damit, dass man so quasi hier einfach hergeht und sagt, die Vorlage auswählt und dann sagt, hier Vorlage überschreiben, dann gleich die nächste Version hochlädt. Direkt im System würde es eigentlich, das wird wahrscheinlich nur gehen, indem wir da irgendwie Microsoft einbinden oder so. Quasi, dass man da ein Word oder, also ich glaube, das wird eher schwierig werden. Aber ich glaube, ein großer Schritt wäre der Erleichterung, wenn man hier nicht nur herunterladen und löschen kann, sondern wenn man hier auch so quasi updaten kann. Ja? Also das haben wir ein bisschen auf der Liste, ja. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall schon mal besser. Die Idee kam halt von den Datasets, weil die kann ich ja tatsächlich anpassen aus DokuTools heraus. Deswegen habe ich gedacht, dass dort auch so eine Form der Implementierung oder Anpassung dann möglich ist. Voll, aber die Sache ist halt immer die dann, wir machen ja, da ist schon viel dahinter, also wir machen ja auch immer so einen Check. Also wenn Sie eine Vorlage hochladen, gehen wir das Word-File immer durch, schauen, sind alle Platzhalter richtig geschrieben. Falls ein Platz falscher dabei ist, dann versuchen wir auch immer schon eine Vorlage. Also Achtung, hier haben Sie sich vielleicht vertippt und schlagen vor. Also da sind einige Checks schon dabei, wenn wir das hochladen.
Und da brauche ich dann irgendeine Art Word-Viewer, der das Word bearbeiten kann. Ja? Weil sie haben natürlich auch sicherlich quasi ihre Designs da drin, Kopf- und Fußzeile oder so, und das muss dann auch schön ausschauen. Also bei den Datasets ist es natürlich ein bisschen bei den Datasets ist es natürlich ein bisschen leichter, weil da haben wir einfach nur so Listen und die haben wir einfach nachgebaut hier bei uns. Das ist natürlich die einfachste Art, wenn wir kommen. Also der vereinfachte Austausch oder Ersatz wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Hilfe. Das ist so, das ist auf unserer Liste. Ja. So, dann, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Nächste Frage mit Gruppen vielleicht für PDF-Medien wäre eine Vorschau. Gut. Das mit Gruppen habe ich so nicht gesehen, aber ist erledigt. Okay, für PDF-Medienanlage wäre eine Vorschau gut. Ja, das habe ich diese Woche schon mit einem anderen Kunden besprochen. Also an sich auf den Apple-Geräten gibt es eine PDF-Vorschau. Sie funktioniert nur derzeit komischerweise offline nicht. Ja? Den Bug haben wir aber schon behoben, also im nächsten Update funktioniert das wieder. Da haben wir einfach den Apple oder den iOS PDF Viewer, den haben wir da eingebaut und warum auch immer bei offline öffnet sich der nicht. Ja, da weiß ich nicht, auf welches Datei er zugreifen kann. Das haben wir aber behoben, diesen Link, also jetzt geht das wieder. Und dann sind wir drauf gekommen, beim Web ist es halt so, dass das kommt ein bisschen auf den Browser an. Also wenn ich mich irre, habe ich sogar hier in einem der letzten Pins ein PDF hochgeladen. Also da kommt es ein bisschen auf den Browser und manche Browser sagen sofort herunterladen und manche öffnen das PDF hier in einem neuen Tab, was ich okay finde, weil dann kann ich es mir dort anschauen. Aber wir müssen auf jeden Fall für die Android-Smartphone-App einen Viewer noch einbauen. Also der fehlt definitiv. Also ich bin diese Woche alle diese Viewer durchgegangen und bei iOS gab es einen Fehler und bei Android-Smartphone müssen wir einen Viewer einbauen und wenn wir den einbauen, dann wird der wahrscheinlich hier, also dann funktioniert der hier im Web auch gleich. Ja? Also ich glaube, das ist schon angenehm und da gibt es genug quasi Open Source Viewer, die hier aushelfen können. Ja? Also als erstes wird einmal der Bug gefixt und das zweite, die Karte haben wir schon, das Feature quasi, dass es auch einen Viewer gibt hier dann. Ja, so. Das Gruppen ist erledigt, Max. Gibt es noch eine Frage? Vielleicht noch an alle, die noch da sind. Wir haben das nächste Webinar wird circa Mitte Oktober sein. Dort geht es dann hauptsächlich um Aufgaben. Ja? Und ich hoffe Ihnen da schon, daran arbeiten wir ganz intensiv gerade, die neuen Aufgabendesigns etc. Vorstellen zu können. Sie sehen eh schon hier zum Beispiel beim Status hat sich jetzt schon einiges in letzter Zeit getan. Das ist schon so eine Voransicht. Aber wir haben uns in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Aufgaben, vor allem in einem PIN, also wenn man da mal hier wirklich in einen PIN hineingeht, beschäftigt, um das einfach hier diese Ansicht einfach zu viel intuitiver zu machen und zu vereinfachen und mehr Informationen zu zeigen und Informationen, die man braucht. Und das werden wir Ihnen beim nächsten Webinar genauer präsentieren, sodass jeder schon sich ein bisschen vorbereitet darauf kann, wie es ausschaut. Von der Logik ändert sich nichts, also das bleibt alles gleich, aber eben von der Usability möchten wir hier große Schritte machen. Hans Nimbert mit Rahmen. Das ist schon gute Frage. Wir schreiben uns das mal auf, ja, das Plan-Snippet mit Rahmen. Ich habe die Frage auf jeden Fall für sicher schon mal gehört, damit das ein bisschen sich besser abhebt von Weiß. Administrativ, Ja, also von den Teams her ändern. Genau, also das einzige Thema, was du meinst, denn Verwaltung, oder?
Das einzige Thema, was wir sozusagen für die Administratoren also einziger, was in Zukunft geplant haben, ist aber noch ein bisschen in ferner Zukunft, aber es ist auf jeden Fall wichtig, ist, dass wir, viele Administratoren haben halt jetzt dann schon das Problem, dass sie halt diese ganzen Projekte verwalten müssen, in jedem Projekt die Mitglieder ein- und ausladen, die Teams dann auch noch dort, und dass wir das schauen, dass es einfacher wird für diese Leute, dass man dort eben einfacher, sagen wir mal, einen Benutzer gleich in 10 Projekte einladen kann oder wieder ausladen oder in einem Team. Also dass diese Administratoren es einfach haben. Wir machen das jetzt mit Kunden, manchmal über irgendwelche Skripts, ja, die wir für den Kunden drüber laufen lassen, wo er gleich 5 User in 70 Projekte einlädt und gleich in die Teams, die es dort gibt. Aber wir versuchen das immer mehr jetzt den Kunden, also den Administratoren abzunehmen, weil das dann doch irgendwann sehr viel Arbeit wird für denjenigen, der quasi der Doku-Tools verantwortlich ist in der Firma. Und ja, dem wollen wir auch die Arbeit erleichtern und dass er nicht den ganzen Tag nur Leute ins Team einlädt und so. Also das wäre so ein bisschen der nächste Schritt hier, den wir machen wollen. Gut. So, Skizzen im Plan, schon auch sehr wichtig von uns gerade. Revision vor Ort. Ja, Skizzen im Planerschnitt. Also, wir haben das ja derzeit, und daherweise arbeitet, wir haben das Feature derzeit nur in, wie sagt man, in iOS, am Tablet auch nur, ja. Und das, ich zeige es Ihnen kurz am Tablet, oder? Damit alle anderen auch gleich sehen. Kannst du an. So. Schau nur kurz, ob ich Ihnen das noch schnell zeigen kann. Also, wenn man hier in ein, also, Entschuldigung, hier sehen Sie es. Wenn Sie hier in einen Pin hineingehen, dann können Sie hier bei der Skizze, bei iOS geht das aber eben nur beim, also es geht nur um iPad eigentlich, können Sie hier rechts oben auf Plan klicken. Und dann können Sie so quasi hier mit dem Stift kann ich jetzt Sachen markieren. Ich kann auch abbrechen gehen. Und je nachdem, wie weit ich reingezoomt bin in den Plan, also wenn ich jetzt ganz weit hineinzoome, zum Beispiel hier, und den Pin jetzt öffne, dann ist das auch weiter hineingezoomt. Ja. Und dann kann ich sagen, können Sie hier meine Sachen erledigen. Die Funktion gibt es derzeit nur am iPad, wie gesagt. Wir werden aber auf jeden Fall dieses ganze Zeichen-Feature bei Tablet und Smartphone ein bisschen updaten in Zukunft, also dass man auch Fotos zeigen kann, dass das schneller geht. Und am Smartphone geht es ja noch gar nicht, das muss man überhaupt hinzufügen. Und das mit dem Plan, wir sind uns ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, diese Skizzenfunktion hier auf der weißen Oberfläche, ob die überhaupt so viel genutzt wird oder ob nicht in Wahrheit die Planzeichenfunktion, die viel spannendere ist, ob man nicht hier vielleicht sogar diese Skizzenfunktion sozusagen quasi weglässt und dafür gleich eine saubere am Plan Einzeichenfunktion macht, die dann halt immer in den Pin das hineinspeichert. Ja. Das ist noch so ein bisschen die Frage. Also dem Thema dieser ganzen Skizzen- und Planeinzeichenfunktion wollten wir erst nächstes Jahr, ehrlich gesagt, widmen. Also das ist jetzt noch nicht für dieses Jahr auf der Roadmap. Und ja, auf der Webversion könnte man es dann eben auch machen, aber da waren wir uns eben jetzt noch nicht so sicher. Also wir haben jetzt mal die Berichte. So, iPad, wenn wir schon am iPad sind, oh, Berichte erstellen, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen, das habe ich auch letztens angekrittelt, haben Sie wohl recht, das ist noch ein bisschen ein komischer Workflow. Also, wenn man am iPad einen Bericht erstellen möchte, dann geht man auf die Pin-Liste oder die Aufgabenliste und zeigt jetzt hier zum Beispiel, ich filter jetzt wieder meine
gibt jetzt mal alle Mängel. Und dann kann ich hier, Sie sehen schon, ich kann hier überhaupt nur von dem einen Pin einen Bericht erstellen, weil ich wieder mal nicht alle zugefügt habe, aber machen wir das hier. Ich gehe in meine Pinliste, ich filtere hier nach A3, markiere hier alle Pins, die in meinen Bericht sollen. Jetzt hier oben auf die drei Punkte, da haben wir leider noch nicht dieses selbe Behavior wie auf Web eingeführt und sage jetzt Bericht erstellen. Hier kann ich jetzt wieder meinen Testbericht und hier kann ich dann meine Vorlage auswählen. Ne? Ich Detail recht groß. Das ist meine Detail. Schon so gut. Das ist natürlich immer wieder Vorzeigeeffekt, wenn man das hier, ich bin ja leider auch in der Testversion. Ich hoffe, der hat ja kein Problem mit der Testversion. Aber eigentlich sollte ich hier einen Bericht erstellen. Ah ja, na gut, also meine Testversion, jetzt muss ich mich aber wirklich hier noch anmelden. Meinen Sie diesen Fehler oder meinen Sie generell Berichte, weil Sie geschrieben haben, dass es nicht geht? Ich bin in der echten Version anmelden. Okay, dann bitte probieren Sie den Prozess, so wie ich ihn gerade vorgeführt, einmal kurz aus. Und ich entschuldige mich, dass ich da in der Beta-App die richtige, was ich mir jetzt nicht zeigen konnte. Ich habe mich nur gerade aus meiner anderen App ausgeloggt und weiß mein Passwort. So, naja, jetzt kann ich es Ihnen vielleicht nochmal zeigen. Also, jetzt mit der Live-Version. Also, wie gesagt, nochmal hier auf Pins gehen, dort filtern oder einzelne Pins auswählen. Also, vielleicht hier die Pins auswählen und dann auf Bericht erstellen den Titel eingeben. Okay, danke gleich mal für das Feedback. Also die Skizzenfunktion weiß ist doch auch in Verwendung. Ja? Also ich freue mich eh, ich werde eh auch einmal, bevor wir uns diesem Thema genauer widmen, werde ich natürlich, werde ich natürlich das einmal in der Datenbank analysieren, wie viele Skizzen haben wir und wie viele davon sind quasi in Verwendung. Ja? Okay, ja, danke mal, Herr Sommer, für das Feedback. Hier stelle ich übrigens jetzt gerade den Bericht in unserer Live-App. Und also es ist ähnlich wie beim Web, also der Bericht, der das erstellt und sobald er fertig ist, können Sie ihn entweder herunterladen und als PDF dann abspeichern oder verschicken oder einen Link gleich verschicken. Also wenn Sie sagen, Sie wollen sofort von der Baustelle den Bericht verschicken, dann können Sie gleich auf den Link klicken und den verschicken. Und hier, Sie können auch währenddessen, wie gesagt, wieder woanders hingehen. Und hier bei Berichte sehen Sie dann immer den Fortschritt. Und irgendwann sollte dann das auch angezeigt werden. Ich gehe auch hier rein. Ja, dauert anscheinend leider noch ein bisschen. Ist quasi also gespiegelt. Das ist live auf beiden Tablet und Web. Sie haben aber recht, was ich schon für nächstes Jahr vermerkt habe, ist der Bericht Workflow, dass hier eben unter dem Berichtfeld auch hier quasi Bericht erstellen ist und man den Workflow besser vorgibt, so wie das ja auch hier ist. Hier kann man sagen, neuer Bericht. Und das ist natürlich viel angenehmer, diese Maske hier. Ja. Kann ich die Projekte nach Erstellern nicht wieder filtern? Soweit ich weiß, leider noch nicht. Die Projekte kann man derzeit überhaupt nur nach Titel, Unternehmen, Rolle, also meine Projekte.
Und sonst haben wir keinen Projektfilter derzeit. Also man kann nur inaktiv, aktiv. Also doch, ich kann noch nicht sagen, wer quasi alle Projekte, die jemand erstellt hat. Ja, das ist eine gute Frage. Also Frage ist noch hier vom Kollegen, ob man quasi in Zukunft Berichte speichern kann. Sie sehen, ja, wir haben derzeit immer, hier sieht man es jetzt nicht so gut, aber beim ein anderes Projekt rein. Ich hoffe, hier haben wir ein, zwei Berichte. Berichte werden immer nur 30 Tage gespeichert, also dieses Verfallsdatum. Wir haben damals eigentlich ehrlich gesagt, naja, diese Berichte sind eigentlich so groß, wir haben dann irgendwann so viel Daten und so viel Speicherplatz auf dem, da quasi, und die Berichte liegen dann da und müsste man eigentlich irgendwie strukturieren. Also wenn da jetzt, wenn ich 200, 300 Berichte bei diesem Projekt dann da sind, dann ist das eine ewige Liste. Und wir haben immer gesagt, naja, aber Berichte sind etwas, das muss man dann eh irgendwo extern oder auf seinem Projektserver abspeichern. Aber das ist natürlich schon richtig, dass man sagt, naja, es wäre schon gut, diese Projekte irgendwo abzulegen. Am Anfang wollte ich ehrlich gesagt, immer habe ich immer gedacht, es gibt bei jedem Kunden eine Art, ich weiß nicht, Dropbox, OneDrive oder irgend sowas, was im Einsatz ist, wo halt alle anderen Projektdaten auch gespeichert sind und wir quasi dann dort diese Berichte ablegen können automatisch. Aber es gibt viele Kunden wie auch Sie, die sagen, naja, aber warum kann man nicht hier auch noch eine quasi Datenablage einfügen, wo man dann diese Sachen ablegt, ja. Was auch schon eine unserer Überlegungen ist, ist aber ein bisschen ein größeres Thema, also war auch etwas eher, was wir im nächsten Jahr angehen würden, von der Entwicklung her. Beziehungsweise vielleicht auch einfach mal das Datum hier etwas erweitern, ja, die 30 Tage. Also kann ich jetzt noch nicht so 100% sagen, wie wir hier in Zukunft weitermachen werden. Sortierung der Projekte standardmäßig geändert werden. Also normalerweise haben wir diese Sortierungen hier oben immer so eingestellt, dass sie quasi sich pro User speichern. Muss mal schauen, wenn ich das jetzt so mache. Ja, die erste Frage ist, brauchen Sie das am Tablet oder in der Web-Oberfläche? Es schaut so sehr ähnlich aus, wie Sie sehen hier. Okay, im Web. Normalerweise sollte das eigentlich pro User gespeichert werden. So, probieren wir es gleich aus. Pins. Das ist vielleicht nicht der meisten Pins, oder? Okay, zumindest für die Session speichert es sich. Na, dann probieren wir es ganz frech. Nein, es ist immer auf letzte Aktivität automatisch. Okay, das könnten wir sortieren. Wir haben es bei manchen, bei der Pin-Liste haben wir es eigentlich so eingestellt, dass nur immer das, was man als letztes angewählt hat, sich speichert. Vielleicht können wir das bei den Projekten auch machen. Projekte. Die speichern. Okay. Ich hoffe, Sie haben nicht auch so eine lange Liste wie ich. Also ich hoffe halt eben, dass es auch so ein bisschen in unser Advice, dass man sich eben hier unten eine schöne Struktur macht. Aber das kommt natürlich immer auf den Anwenderfall an, dass man hier nicht so wie ich jetzt hier 30 Projekte hat, sondern im Idealfall etwas weniger, dass das schon so quasi vorsortiert ist, dass man im Idealfall nur 5 Projekte hat. Und als Administrator quasi kann man ja dann eh immer hier unten dann die Projekte öffnen. So. Aber ja, normalerweise, also wir kennen dieses Thema von der Pin-Liste und so, und dort hätten wir das eigentlich so, dass man sich speichert, die Sortierung. Gut, gab es jetzt noch eine Frage, die wir übersehen haben, Max? Oder? Tja, zum Thema Board-Konzept, also
Das ist derzeit wirklich, also da sind leider noch drei andere Themen davor. Es ist eine spannende Sache. Ich habe es diese Woche wieder mit ein paar Kunden besprochen, ob man eben neben den Aufgaben und den Pins nicht auch noch eine Art Kanban-Board hätte, wo man gewisse Aufgaben, die man auf der Baustelle hat, die aber nicht einen Pin betreffen, quasi in eine Art Board verschieben kann. Also dass man einen Kanban-Board hat, also so Listen, und man macht sich dort Aufgaben hinein und verschiebt die dann kann die dann in diesem Board verschieben. Ja. Also ich sehe das sehr viel auf Baustellen letzter Zeit, die so dieses Lean Construction verwenden und dort das manuell machen, also die quasi so Post-its an der Wand haben und dann ihre 2-Wochen-Pläne haben und immer die einzelnen Aufgaben, also jedes Post-it ist eine Aufgabe, sie verschieben es dann immer von offen, erledigt, geschlossen oder so, ja, und sie schieben das immer so weiter. Und das wäre eben auch die Idee, das mal in Doku-Tools einzubauen. Das ist aber schon ein, ja, relativ ein ziemlich großes Feature. Also dieses Jahr war das ganze Jahr ein Zeichen dieser Teams und jetzt Aufgaben GPS und was genau quasi nächstes Jahr jetzt am Programm steht, haben wir ehrlich gesagt noch nicht so entschieden. Also da gibt es eben die Punkte, um das vielleicht hier gleich mal für alle zu haben. Das am besten wäre es auch vielleicht mal eine Umfrage bei allen Usern zu machen, was ist das Wichtigste jetzt. Ja. Aber es gibt eben dieses Thema, wie schon gerade besprochen, der Dateienablage, also dass man pro Projekt auch noch einfach eine einfache Art hat, wo man einfach PDFs ablegen kann quasi oder ja, mit Dateien. Jetzt kein Dropbox mit vollem Funktionsumfang, aber einfach hier einfach Dateien und man kann da eine Ordnerstruktur so wie hier bauen und dann legt man das alles ab, Berichte und so. Dann gibt es als großen Punkt ein erweitertes Notification Center, bei dem man quasi über die Add-Funktion, also mit, wenn man hier so, Sie sehen das hier oben, wenn man hier einfach Add und dann schreibt, ich weiß nicht, Almer Back, dass dann sozusagen immer, wenn man in einem Pin man das mit Add schreibt, eine Notiz und mich als User auswählt, dass ich das dann hier bekomme, dass ich einfach besser kommunizieren kann. Das wäre also eine Ad-Kommunikation über die Plattform. Das wäre ein Punkt. Ein großer Punkt wäre im Board, also Ad-Kommunikation / Notification Center. Und das andere ist Boards eventuell. Ja. Und dann haben wir noch eine ganze andere Reihe an Wünschen, die eventuell vorkommen könnten. Aber das wären so die drei großen, glaube ich, jetzt. Ja. Da habe ich immer mal die Liste. Nein, das ist nicht. Aber das wären die drei großen Themen. Aber natürlich kann man auch in einem Jahr nicht immer alles machen. Aber vielleicht schaffen wir es noch vor dem Jahresende, vielleicht eine Art Umfrage zu starten, was eigentlich die wichtigsten von diesen größeren Themen wären. Und wir schauen, dass wir uns möglichst nach den Kunden ausrichten und den Punkt abarbeiten, der quasi am meisten gewünscht ist. Ja. Also mal zu dem Thema. Ja. Max, alle privaten Nachrichten etc. hast du beantwortet. Ich habe auch, glaube ich, noch eine hier, aber die beantworten wir dann später. Okay. Ich schreibe hier noch privat kurz eine Nachricht und Windows. Ah ja, Windows. Guter Punkt. Das ist auch eins der großen vier Themen. Die Windows Surface App oder App-Funktionalität. Die ist gar nicht so weit weg derzeit. Also Sie können das schon, wir haben so quasi schon ein bisschen eine Beta-Version laufen, die aber noch ein, zwei Punkte hat, die wir verbessern müssen. Aber wenn Sie auf Ihrem Windows Surface Tablet mal die Web-App öffnen, dann können Sie hier oben unter die Benutzereinstellungen gehen, dann ganz unten scrollen und dann gibt es hier Doku Tools App. Ja?
Und wenn Sie hier auf App aktivieren klicken, dann wird DocuTools quasi auf Ihr Surface heruntergeladen und installiert. Und Sie können dann, ich glaube, das ist dann sogar ein Desktop automatisch ein Icon von DocuTools. Worst case müssen Sie oben gleich irgendwie. Ich glaube, das Icon kommt dann automatisch auf den Desktop, so wie ich das gesehen habe. Sie können dann DocuTools über das Icon öffnen und dann schaut das aus wie ganz normale Software, die auf Ihrem Computer installiert ist. Und dort ist es auch möglich, derzeit einzelne Pläne herunterzuladen. Also Sie müssen dann immer hier klicken auf bei einem Plan auf Plan offline verfügbar machen, dann wird es auch runtergeladen. Es fehlen hier aber noch, ehrlich gesagt, ein, zwei Punkte, die wir hier noch verbessern müssen. Ja, also wir haben hier noch die Kamera, die müssen wir noch quasi derzeit denkt das System noch beim Surface Tablet, dass es immer die Kamera, es öffnet die Kamera nicht, ja, die richtige. Also das ist noch ein Thema, ein wichtiges. Und generell, ich meine, schaut halt so wie bei der Web-App aus, jetzt vom Design her. Da könnte man auch noch Verbesserungen machen in Zukunft, dass man solche Elemente, wie wir hier im Tablet verwenden, dann noch als Design-Improvements macht. Aber an sich sind wir hier schon im Hintergrund am Arbeiten, dass das immer besser funktioniert in Zukunft. Also es ist so quasi noch ein bisschen in der Beta-Phase, aber wir versuchen das laufend abzudaten und diese Offline-Modus auch zu verbessern. Ja. Ja, und Sie müssen es bitte am Surface in Google Chrome öffnen, um das auszuprobieren. Und bei, ja, Google Chrome. Und ja, die Technologie, die wir verwenden, wird auch von Microsoft sehr unterstützt. Ja, einfach mal ausprobieren. Gut, dann waren das jetzt alle Fragen, Max. Nehme ich an. Sonst bitte einfach Service-Tickets hier oben erstellen, bei Fragen, Wünschen, Beschwerden an uns senden und der Max und ich schauen, was wir möglichst alles beantworten. Und das war der Herr Sommer. Ja, Windows-App. Also ich erkläre es Ihnen kurz noch einmal. Wenn Sie am Surface-Tablet hier DocuTools die Web-App öffnen und ihn am Chrome-Browser und hier in die Benutzereinstellungen gehen, hinunterscrollen, steht hier DocuTools App. Ja. Und Sie können dann hier auf App aktivieren klicken. Ich mache das jetzt einfach mal auch. Ich glaube, ich habe einen Mac, da funktioniert das leider nicht so gut. Apple erlaubt es schon, aber noch nicht so ausführlich wie bei Microsoft. Und danach wird die App auf Ihrem PC, also auf Ihrem Surface installiert. Und Sie sollten dann sogar, ich habe das jetzt nicht gemacht, Sie sollten dann sogar am Desktop quasi ein Icon haben, wo Sie DocuTools öffnen können. Und es gibt aber leider eben, wie gesagt, noch ein, zwei Punkte, die wir verbessern müssen. Die Kamera ist einer der Hauptpunkte. Da müssen wir noch schauen, dass wir es schaffen, dass unsere App die richtige Kamera öffnet, nämlich die vom Surface geht. Also es denkt immer, das Surface ist ein PC und kein Tablet. Und da müssen wir noch schauen, dass es einfach dieses direkt die Kamera vom Surface-Gerät öffnet. Das ist ein Punkt, den wir noch schnell verbessern wollen. Und andererseits ist das Surface vom Design halt jetzt genau gleich wie die Web-App hier. Also so sehen Sie das. Ja. Sie können auch einen Plan runterladen, aber da müssen Sie dann immer hier auf diese drei Punkte klicken und auf Plan herum offline verfügbar machen. Ja. Aber das wäre so ein Punkt in den nächsten Monaten, dass man immer mehr so auch so Icons einführt, wie wir das am Tablet haben, damit es ein bisschen mehr also auch auf diese Klickfunktion angepasst ist. Ja. Aber vielleicht einfach mal ausprobieren. Wir investieren laufend in die Verbesserung dieser Technologie und des Offline-Syncs und schauen, dass wir da immer mehr in die Wege leiten, also dass wir das immer besser machen. Ja. Genau, ja, das mit der Kamera, wie gesagt, das ist der nächste Entwicklungsschritt auf dem Ding. Also wir haben uns auch so ein Surface gerade gekauft und damit können wir hoffentlich dieses Kameraproblem jetzt lösen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank einmal für alles, wie gesagt, sonst einfach uns schreiben und am besten, wie gesagt, einfach ein Service-Ticket erstellen hier oben. Oder einfach an Office, dann sales@doco-tools.com schreiben. Ja.
Gut, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal Mitte Oktober, wie gesagt, Thema Aufgabenverbesserung und da stellen wir das alles vor und hoffentlich vielleicht auch schon ein paar andere Sachen, die wir ankündigen können. Also nächstes Mal geht es eher um neue Funktionalitäten als um das heutige Thema. Ja? Cool, dann danke vielmals und weiter gutes Gelingen und vielen Dank für Feedback. Ja? Das ist uns sehr wichtig.